So, Glück auf, Bonsai-Kumpels, Sternchen innen, sowas gemeint. Willkommen zu einer weiteren Folge Bonsai-Vlogs bei mir. Ja, worum geht's diesmal? Was haben wir hier? Wisteria, Blauregen, aka Glycine auch genannt. Und zwar sind die beide 4 Jahre in, also zumindest 3 Jahre in diesen Schalen. Also vor 3 Jahren habe ich hier mal diese Holztöpfe gepflanzt. Und das hier ist ja einmal die Abmosung, das ist der Sämling. Die Abmosung, die hatte ich abgemoost, hatte die vorher in so einer Kunststoffschale, circa 1 Jahr. Den habe ich als Sämling gezogen, hatte den in so einem kleinen Vorzuchtbecher und habe die dann beide zeitgleich hier reingepflanzt. Das habt ihr auch alle fleißig gesehen, denn das Video dazu, Sämling versus Abmosung, ist, ich sage jetzt mal, das bestgeklickteste Video, zumindest auf meinem Channel im Moment. Was mich zu 2 Fragen bringt, oder zu 2 Aussagen bringt. Die erste ist, dann muss ich die anderen Bäume besser machen, damit die anderen Bäume noch mehr geklickt werden als diese beiden. Und das andere ist halt, dass sowieso grundsätzlich ein großes Interesse bei euch irgendwie an Wisteria besteht. Ich hatte auch schon mit 1, 2 Leuten in den Kommentaren und in anderen Videos geschrieben, weil es relativ wenig im Bereich Wisteria und Videos bei YouTube so überhaupt gibt, wäre das wohl wahrscheinlich so erfolgreich. Das heißt, ich muss diese beiden Bäume noch besser machen, damit es auch die erfolgreichsten Bäume bleiben. Nein, was war die Zielsetzung? Die Zielsetzung war, das abgemooste Teil, also den abgemoosten Baum, den ich hier neu erschaffen habe, der stammt von einer Mutterpflanze, die ca. 35 bis 40 Jahre alt ist und schon seit Jahren jedes Jahr fleißig schön blüht. Und das ist ein Sämling und die Sämlinge, denen wird ja nachgesagt, dass die erst nach 10 bis 15 Jahren zum ersten Mal in die Blüte gehen. Und wir wollen ja so eine schöne Blüte haben. Ich habe entweder schon oder ich werde bald ein Bonsai Basics bringen. Da geht es um Bonsai Basics Literatur und um Bücher, warum Bücher so interessant sind zum Beispiel. Und da werde ich nochmal drin verweisen, warum ich mich in diese Bäume so verrannt habe, weil da ist eine Abbildung, die mich damals so beeindruckt hat, was überhaupt der Grund war, den hier abzumosen. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Wenn es raus ist, dann werde ich das auch hier oben oder da oben verlinken. Und ja, dann könnt ihr euch das angucken. Vielleicht habe ich es vorher schon gebracht, dann ist es jetzt schon verlinkt. Ansonsten bitte ein bisschen Geduld damit. Kommt bald. Ja, und zwar, eigentlich wollte ich die beiden letztes Jahr schon umtopfen in Bonsai-Schalen. Nicht letztes Jahr unbedingt in diese, vielleicht hätte ich mir letztes Jahr auch noch welche gekauft. Aber diese beiden, die hatte ich, obwohl, das müssen wir mal vorhergreifen, das sind auch noch meine ersten beiden Schalen, die ich mir jemals gekauft habe. Ich weiß noch, dass ich mir die damals für meine erste Buche gekauft habe, die ich mir, also ich hatte zuerst diese Lerche, die ihr schon im Video gesehen habt, und dann habe ich mir eine Buche und ein Atropoporeum gleichzeitig gekauft, wofür ich mir direkt diese beiden Schalen geholt hatte. Also haben wir meine ersten beiden Schalen und die hatten so keine Verwendung und die will ich jetzt für meine Wisteria benutzen, weil wir wollen die ein bisschen so im Wachstum bremsen, sage ich jetzt mal. Hier sehe ich schon, dass hier so richtig krasse Wurzeln oben rauskommen, die richtig dick sind. Hier bin ich mal aus Nebari gespannt. Der war ja abgemoost, aber das war so ein schräg wachsender, den ich horizontal sozusagen abmoosen musste. Und ich weiß noch, dass die Wurzelentwicklung oben an der Abmoosstelle eher schlecht war und eher unten rum, da wo diese Schale eher nass war, besser war. Währenddessen er hier als Sämling, was ich zwischendurch schon mal so sehen konnte, fast eine sternförmige, ich hoffe, das ist so, ich meine, es war so, sternförmiges Nebari hat. Und wir wollen das Wachstum sowieso ein bisschen bremsen. Und jetzt kommen sie mal in die Schale. Zumal ich den auch sehr zusammenschneiden will, weil ich A, meinen Grundblei brauche, ich will mal eine Runde angeln gehen wieder. Und B, war das auch nicht ganz so erfolgreich, wie ich es mir gedacht habe, obwohl so ein bisschen Grundbiegung hat es gebracht. Aber da wird gleich einiges fallen. Ja, und ich habe mich eigentlich nicht getraut, weil ich auch noch letztes Jahr gehofft habe, dass der dann endlich, wenn er im Frühjahr, das sind auch immer so lange Triebe dran, gehofft habe, dass er mal endlich blüht. Weil man immer sagt, man darf die Knospen nicht abschneiden, weil das sind ja die Blütenträger fürs nächste Jahr. Ja, war nicht so irgendwie. Obwohl die Mutterpflanze, wie gesagt, die blüht jedes Jahr. Also perfekt, die ist komplett in diesem lila, pink, ich weiß nicht, wenn man, ich kenne keine Farben, in dieser Farbe blüht die halt immer so. Ihr wisst das ja. Ja, und das hat er immer noch nicht gemacht und jetzt will ich nicht noch ein Jahr länger warten und den hier drin lassen. Jetzt waren sie beide eine Schale. Das werden wir jetzt erstmal einmal machen, in der Hoffnung, dass die sich da auch gut kultivieren lassen werden. Ich denke, der hier wird relativ schnell in eine Schale gehen. Wie gesagt, wenn das Nebari so ist, wie erwartet. Und hier sehe ich schon so dicke Oschis. Da wird wahrscheinlich wieder so ein kleiner Kampf. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel von den
dicken Wurzeln abschneiden, aber das werden wir gleich, glaube ich, alles sehen. Ja, ich würde mal sagen, ich baue die Kamera einmal um, hole euch mal ein bisschen näher ran, wie gewohnt, und dann werden wir sehen, wie wir weiter damit verfahren. Also bis gleich. So, da sind wir nun. Ich habe mir auch mal überlegt, ich schneide erstmal ein bisschen was ab, obwohl ich eigentlich am liebsten mal nach dem Umtopfen schneide, aber dann lässt er sich hier wesentlich besser handeln, glaube ich. So, wollen wir schon mal das wegmachen, was wir auf jeden Fall nicht brauchen. Oder wovon ich ausgehe, dass ich es nicht brauche. Das ist auch sehr kompliziert, gerade jetzt bei dem abgemusterten Stück, wenn die älter sind, zwischen Totholz und lebendem Trieb zu unterscheiden, weil der auch bei der Mutterpflanze ziemlich viel Totholz von sich aus schon wirft. Das ist vielleicht sehr interessant für gewisse Entwicklungsschritte, aber auch sehr problematisch, den gerade jetzt so in der Winterphase zu schneiden. Der soll ja sowieso zweimal im Jahr stark geschnitten werden, weil der ja zweimal im Jahr krass austreibt. Aber das mache ich eher selten, also gerade bei ihm, weil ich mal auf diese Blüte gehofft habe. Ja, der war noch lebendig. Und dann einmal definitiv ganz. Von dem hier verabschieden wir uns wahrscheinlich gleich ganz komplett. Das ist die Idee, weil wenn hier das Nebari so krass ist, kann ich den eventuell ein bisschen mehr kippen und überlege, ob das hier hinten mal eine neue Spitze wird. Ich weiß auch nicht, wie der sich drahten lässt. Ich glaube, der ist sehr hart im Holz. Ja. Aber das werden wir gleich sehen. So, weder der noch der andere ist in die Kiste gedrahtet. Ich werde den jetzt erstmal hier rausarbeiten, werde den ein bisschen freiarbeiten, werde mir den anderen mal holen, werde den auch rausarbeiten, ein bisschen freiarbeiten und dann beide mehr oder weniger simultan irgendwie eintopfen. Das heißt, ihr kriegt jetzt ein bisschen Zeitraffer wieder auf die Augen und ein bisschen Musik auf die Ohren, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal zu einem abschließenden Wort. Und die wichtigen Stellen, wie gesagt, ich mache mal Zeitraffer und zwischendurch wird es dann immer mal ein bisschen langsamer, wenn ich zum Beispiel das Nebari mal zeige. Das arbeite ich so ein bisschen raus. Also für die, die das ganze Video gucken, ihr wisst es sowieso. Und für die anderen, guckt mal das ganze Video. Ich hole die Details extra nach vorne. So, also ich würde sagen, wir sehen uns gleich.
So, da sind wir wieder. Für mich wieder am nächsten Tag, das war gestern doch ein bisschen heftig. Ich dachte, ich ziehe die mal eben so aus diesen Holzkisten raus. Ja, aber ihr habt ja schon gesehen, dass selbst das Herausnehmen aus der Holzkiste schon ein richtiges Problem darstellt. Das hätte ich nicht gedacht, die waren ja nicht mehr da reingedrahtet. Die hätte ich immer schön so damit umsetzen können. So richtigen viereckigen Wurzelfuß. Wahnsinn. Also da habe ich nicht mit gerechnet. Deshalb, wie wahrscheinlich auch der eine oder andere jetzt sagen wird, die Schalen sind viel zu klein. Also für die Baumgröße geht es eigentlich noch, aber für das, was da jetzt an dem Bari ist oder an Wurzelansatz, finde ich die eigentlich zu klein. Die bleiben jetzt ein Jahr da drin und ich werde mal gucken, dass ich nächstes Jahr irgendwie so wie bei der Weide, die ihr schon gesehen habt, jetzt so eine günstige, etwas größere, flache, ovale Schale für die beiden kriegen werde, weil die ja schon echt geile Wurzeln machen. Obwohl man ja auch sagen muss, gerade hier der Sämling, das war ja der zweite Baum, der hatte ja oder hat einen Wahnsinns-Nebari so richtig stern- oder kreisförmig so richtig in alle Richtungen eine Wurzel. Währenddessen ihm ja dem Abgemoosten, wie ich ja vorher schon sagte, weil ich den horizontal, also das war ein horizontaler Trieb, den musste ich dann so komisch abmoosen und oben haben sich kaum Wurzeln gebildet, weil sich dann natürlich schlechter die Feuchtigkeit hält, auch in dem Swafcom. Und da hat er auch bis heute keine richtig vernünftigen Wurzeln entwickelt. Naja, ich habe da jetzt immer so ein bisschen freigeschnitten, in der Hoffnung, dass er da jetzt nochmal Wurzeln macht, weil ja, ich hoffe einfach mal, dass er da Kallus bildet ein bisschen, allein schon wegen der Wundversorgung und dann irgendwie vielleicht da den einen oder anderen Wurzelansatz austreiben lässt. Ansonsten werden wir es sehen. Vielleicht haben wir Glück, dann blüht er dieses Jahr noch. Dann werde ich das definitiv in einem Bonsai-Short-Video irgendwie mal auf dem Freitag nochmal so kurz zeigen. So ein 15-Sekunden-Ding, wie ihr jetzt mittlerweile auch schon kennt. Falls er blühen sollte, wenn nicht, dann seht ihr die beiden wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr wieder. Aber es kommt dieses Jahr noch richtig was mit Blauregen Wisteria. Also erstmal kennt ihr ja alle meine Sämlinge, also die Samenbank, das Video. Da sind ja jetzt einige Blauregen. Das Ergebnis kennt ihr noch nicht, aber 10 Stück habe ich da bestimmt aus Sämlingen. Und dann habe ich mir jetzt schon so 3, 4 richtig geile nochmal von der Mutterpflanze rausgeguckt, die nochmal so, also ich sage jetzt mal so richtig so unterarmsdick sind. Und eine richtig geile Verjüngung auf eine kurzen Stück quasi aufweisen. Und die werden wir dieses Jahr versuchen abzumosen. Also wenn das was wird, richtig geil. Ein Sahnestück, würde ich sagen. Ja, dann wollte ich noch was anderes sagen. Dann ist mir gestern Abend aufgefallen, bei dem hier habe ich es gemacht. Da habe ich, habt ihr beim Wurzelrausnehmen gesehen, dass das so richtig so weiß mit so einem Pflaumen durchsetzt war. Das ist quasi das Myzel, also der Pilz, der sich entwickelt hat da drin, der ja in Symbiose mit den Wurzeln und für die Nährstoffversorgung des Baums nochmal besser ist, sage ich jetzt mal. Hier hatte ich es reingemacht und hier hatte ich dann das feine Akadama drauf gemacht und habe es dann vergessen reinzumachen, weil ich habe mir so ein bisschen was von einem alten Granulat überbehalten, wo, ich weiß nicht, ob man sieht, hier so richtig dieser weiße Micell drin ist. Ich werde jetzt noch das 360-Grad-Video machen, dann kratze ich hier so ein bisschen frei, dann mache ich davon was rein, damit impfe ich den so ein bisschen vor und zusätzlich werde ich noch hier meine Tüten, also das Micell, Endomykorrhiza, Ectomykorrhiza, da noch so oben so ein bisschen drüber streuen, dass sich das auch nochmal gut entwickelt. Weil ich hätte ja das Video zur Bonsai Erde gemacht und dann unterm ersten Video waren schon richtig geile Kommentare von euch, also wegen so einer pH-Datenbank zu Bäumen. Mega geil, genau davon lebt dieser Channel, finde ich, ja. Und unter dem zweiten hatte dann einer was Geiles runtergeschrieben. Und zwar, ich wusste bisher immer nur die Pflanzen, ich kaufe mir das ja bei bonsai.de, also bei mir hier im Bonsai Center. Und auf der Homepage ist nochmal bei der Produktbeschreibung zu dem Endomykorrhiza und zu dem Ectomykorrhiza jeweils steht dann bei der Produktbeschreibung, welche Bäume das brauchen. Und was soll ich sagen, die ist relativ begrenzt. Also da haben sie nur, ich sage jetzt mal, alle Baumsorten so aufgezählt, die sie auch handeln. Also zum Beispiel kein Wisteria oder ich hatte jetzt wegen Weide, nee, Weide stand da drin, glaube ich sogar. Aber habe jetzt schon mal so ein bisschen ein paar andere Sachen geguckt. Was soll ich denn gerade sagen? Ich wollte den Weißdorn umpflanzen. Weißdorn steht da auch nicht bei. Aber letztes Mal hat einer so eine Datenbank nochmal gepostet für Endo- und Ectomykorrhiza. Hier, das sind 14 Seiten, alphabetisch geordnet, aber alphabetisch nach den, wie heißt das, lateinischen Bezeichnungen. Also wir haben einmal die lateinische Bezeichnung, die deutsche Bezeichnung und die englische Bezeichnung. Und dann haben wir so Ecto und Endo, je nachdem X, welcher mit welchem Pilz besser in Symbiose lebt. Mega geil, hier steht auch nicht alles drin, hier steht nämlich auch Wisteria nicht drin, genauso wie auch beim Bonsai Center nicht.
Obwohl man beim Bonsai Center auch anrufen kann und nochmal fragen kann, die haben eine wesentlich ausführlichere Datenbank. Vielleicht greifen die auch hier drauf zurück, ich weiß nicht. Und nennen euch noch zu einzelnen Pflanzen was. Also ich habe da schon mal persönlich vor Ort nachgefragt, zu Bäumen, die ich habe, die da nicht drauf standen, da konnten sie was zu sagen. Ich verlinke den Link, wo ihr das hier findet. Steht unten in der Video, im Videokommentar. Für all die, die nicht gucken wollen, das heißt www.mykorrhiza-shop.de. Da findet ihr 14, also wenn man das in Word reinpackt, in derselben Schriftgröße, sind das 14 Seiten, habe ich jetzt doppelseitig hier ausgedruckt und einmal zusammengetackert. Mega geil. Ja. So, und jetzt nochmal eins, was ich dann noch ergänzen wollte. Ich mache jetzt hier einfach den Ektomykorrhiza dran. Warum Ektomykorrhiza? Weil fast alle Pflanzen, die den Ektomykorrhiza brauchen, also so 70% sage ich jetzt mal, die brauchen auch den Endomykorrhiza. Deshalb sind hier beide Pilze drin. Wir haben hier pro Kubikzentimeter Substrat haben wir 170 Einheiten Endomykorrhiza und pro Kubikmeter Substrat haben wir 95 Einheiten Ektomykorrhiza. Das heißt, wie gesagt, es ist ja gar nicht schlimm, wenn der falsche Pilz noch mit dazu drin ist, weil er nimmt und hält sowieso nur den am Leben, der Baum und das Granulat, den er braucht, mit dem er halt in Symbiose lebt. Und da ich nicht weiß, ob der jetzt Endo braucht oder eher Ecto, mache ich diesen Ecto und Endo einfach da drauf und dann ist gut. Mache so ein Löffelchen gleich noch drauf, trotzdem noch den alten Pilz, weil das ist immer das Beste, wenn man den alten Pilz mit einem Stück alten Granulat nochmal übernimmt. Aber das hier zusätzlich, und der hat sich da ja auch nur mal irgendwann entwickelt, weil ich am Anfang auch früher sehr wahrscheinlich geimpft habe mit beiden. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz loswerden, dass ihr da soweit auch auf der Spur seid. Ja, mega Wurzeln. Etwas zu kleiner Schaden meiner Meinung nach, aber hat sich prächtig entwickelt, oder? Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt, also schön unten rein. Wie gesagt, das mit der Liste steht auch unten im Videokommentar. Oder vielleicht schreibe ich selber noch einen Kommentar unter dem Video und verlinke das direkt mit dem Hyperlink. Ja, und ich sag mal, wem das gefallen hat und wer auf Wisteria steht, ja, vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und nächstes Mal wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt, My Twisted Support. Danke fürs Einschalten, euer Patrick. Bis dann, ciao.